Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Ihr seht es schon, the one and only ist hier, Wolfgang Stark. Wolfgang, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich mal wieder bei dir zu sein. Ja, ist auch echt überfällig, dass wir beide hier wieder an unserem angestammten Platz in meinem Homestudio sitzen und eine Sendung drehen. Und wir haben uns auch wirklich thematisch was ganz, ganz Besonderes heute ausgesucht. Wir wollen über Mozarts Zauberflöte sprechen. Mozart, die Freimaurer und auch die Illuminaten und allgemein die Geheimgesellschaften in Wien des 18. Jahrhunderts und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und bevor wir jetzt damit einsteigen, liebe Zuschauer, müssen wir, schamlos wir sind, ein bisschen Werbung machen. Und zwar für unsere Bücher. Für die unter euch, die sie noch nicht kennen, oder die nach der Sendung sagen, Mensch, ich möchte mehr über diese ganzen Themen erfahren. Zum einen wäre hier das Buch von Wolfgang, Kloster Locum, Zisterzienser, Templer und Mysterien, die erweiterte Ausgabe. Das heißt, die ist noch um ein neues Kapitel erweitert, nämlich das Gespräch, was wir mal über Kloster Locum geführt haben und die ganzen Zusammenhänge. Dann natürlich mein Buch, die gnostische Geheimlehre der Freimaurer, Hochgrade und Astrotheologie, ist ja auch erst vor kurzem erschienen, schon bei Amazon Bestseller und auch bei Thalia, glaube ich, also auf so Portalen, wo das verkauft wird. Und dann, das Wichtigste, unser neues Buchprojekt. Und zwar das neue Buch von Wolfgang, was er zusammengeschrieben hat mit unserem Lektor Robert Grains, der da auch unheimlich praktisch als Co-Autor mitgewirkt hat, unter dem allsehenden Auge, Freimaurer im Gespräch. Und dieses Buch, das wird jetzt Anfang September erscheinen und das enthält die ganzen Interviews, die ich mit Wolfgang geführt habe und die Ausführungen von Wolfgang und hat auch dann, wenn es gerade um die Bibel geht, die korrekten Bibelzitate und Bibelstellen, alles drin. Ist ein Gemeinschaftswerk, total super. Ja, wie gesagt, erscheint bald im Buchhandel, jetzt Anfang September und wir mussten mal dafür Werbung machen. Und jetzt wollen wir euch aber nicht länger mit diesen Büchern langweilen, sondern wir fangen mal an mit der Zauberflöten-Thematik. Und die Zauberflöte ist wirklich wichtig. Die Zauberflöte ist kulturgeschichtlich natürlich ein Meisterwerk abendländischer Kunst. Sie ist aber auch eins der größten Rätsel der abendländischen Kunst. Es gibt wenig Kunstwerke, die so rätselhaft sind wie diese Zauberflöte und gleichzeitig auch so erfolgreich. Seit nun über 200 Jahren ist es einfach eine Erfolgsgeschichte dieses Werks. Es ist eine Oper. Und klar, der ein oder andere, der sich vielleicht für klassische Musik interessiert oder für klassische Bildung, der kennt die Zauberflöte. Ich selber habe sie im Musikunterricht auf dem Gymnasium irgendwie, ich glaube, in der 6. Klasse mal kennenlernen dürfen und fand das damals ziemlich blöd alles, weil ich Mozart blöd fand. So ist das, wenn man 12 ist. Aber nichtsdestotrotz, man stolpert immer über die Zauberflöte und man weiß aber herzlich wenig darüber. Die meisten Menschen wissen vielleicht bestenfalls, dass die irgendwie von Mozart ist und aus dem 18. Jahrhundert. Und wir wollen heute diese Sendung hier machen, dieses Gespräch führen, um dort mal wirklich Licht ins Dunkel zu bringen. Wir wollen aufzeigen, auf der einen Ebene, was bedeutet die Zauberflöte metaphysisch? Was ist der spirituelle, der philosophische, der religiöse Gehalt dieser Oper? Was ist das Mysterium? Es ist eine Mysterienoper. Und wir wollen aber auch eingehen auf den historischen Kontext. Denn diese Oper, die ist nicht zufällig dann entstanden, wann sie entstanden ist. Sie ist eingebettet in ein historisches Geschehen. Das hat ganz viel eben zu tun mit den politischen Konstellationen Ende des 18. Jahrhunderts. Stichwort Französische Revolution, Stichwort Aufklärung, Stichwort Geheimbünde, Freimaurer, Illuminaten, Rosenkreuzer und eben das Wien dieser Zeit, in dem Mozart gewirkt hat. Und das vielleicht mal so ein bisschen vorweggenommen zum Einstieg in diese Sendung. Und vielleicht können wir ja nochmal locker, bevor wir dann auch richtig ins Eingemachte gehen, kannst du ja nochmal erklären, Wolfgang, was macht für dich das Faszinierende an der Zauberflöte aus? Warum ist die Zauberflöte ein Thema, mit dem du dich so intensiv befasst? Also mich interessiert am meisten der freimaurische metaphysische Aspekt, der in der Handlung
genauestens erklärt wird. Der wird aber nur verstanden von Hochgrad-Freimaurern, die dieses Ritual, das der Zauberflöte zugrunde liegt, auch verstanden haben. Es ist, sagen wir mal, freimaurisch wissenschaftlich sehr anspruchsvoll. Wenn Tamino den Berg runterkommt, von der Schlange verfolgt wird, eine Begegnung mit der Königin der Nacht hat und nachher auf Umwegen auf Sarastro trifft und Pamina dann kennenlernen wird. Das ist eine Darstellung eines besonderen freimaurischen Rituals und die Zauberflöte gilt als das Hohelied der Freimaurerei. Das heißt, die Zauberflöte ist innerhalb der Freimaurerei sehr, sehr hoch angesiedelt. Ja, das ist eine schöne Einleitung und das umschreibt auch eigentlich ganz gut den Kern. Bei der Zauberflöte handelt es sich also nicht einfach nur um eine schöngeistige Unterhaltungsoper, sondern es ist ein Mysterienspiel, ein freimaurerisches, welches Ritualinhalte zeigt, auf einer Opernbühne, gemacht für ein Massenpublikum oder ja, auch ein auserwähltes Publikum. Da war jetzt damals vielleicht jetzt nicht die einfache Landbevölkerung in der Oper, sondern schon gehobene Gesellschaftsschichten, aber doch trotzdem, dadurch, dass sie auch schon in den ersten Jahren nach ihrer Veröffentlichung in zahlreichen Städten, also von Prag bis Hamburg, Wien, überall im deutschsprachigen Raum und dann auch im europäischen Ausland gezeigt wurde, ja doch für ein Massenpublikum. Und vielleicht, bevor wir auf den Inhalt eingehen, versuchen wir mal den historischen Kontext so ein bisschen zu skizzieren. Das Interessante ist, zum einen, die Zauberflöte ist nicht allein von Mozart geschaffen worden. Mozart hat die Musik komponiert, das Libretto, also der Text und die Handlung, stammen aber von Emanuel Schikaneder. Emanuel Schikaneder war auch ein Kulturschaffner seiner Zeit, war Schauspieler, Autor, Tänzer, einfach, man könnte jetzt vereinfacht sagen, so ein Theatermensch. Und der hat 1780 schon Mozart kennengelernt und die beiden hatten eine enge Freundschaft verbunden und die haben zusammengearbeitet. Nichtsdestotrotz hat Mozart aber auch auf den Text eingewirkt. Also man kann wirklich von einem Gemeinschaftswerk von Mozart und Schikaneder sprechen, wobei Wolfgang und ich auch die Theorie haben, dass dort womöglich noch mehr Leute eben aus dem Logenumfeld Mozarts mitgewirkt haben. Das nochmal voran. Und interessant ist halt, die Zauberflöte, die erscheint im Jahr 1791. Und 1791, das ist praktisch während der Französischen Revolution. Das heißt, während in Wien jetzt Mozart seine Zauberflöte mit Schikaneder aufführt, läuft in Frankreich Französische Revolution. Das macht das Ganze natürlich noch dramatischer, weil ja auch bei der Französischen Revolution eben die Freimaurer sehr viel mitgewirkt haben und man könnte auch fast schon von einer freimaurerischen Revolution dort sprechen. In Wien herrschten zu der Zeit die österreichischen Kaiser. Und das waren, ja, das waren, man sagt ja, absolutistische Herrscher, die waren auch teilweise aufgeklärt. Und die Freimaurerei in Wien und andere Geheimgesellschaften, die waren auch mit dieser Oberschicht verbandelt und es gab auch Kaiser, die selbst Freimaurer waren. Und das ist auch nochmal so für diese Zeit wichtig, das zu verstehen. Da wäre zum ersten Josef II., ich habe immer die Daten rausgeschrieben, ich habe auch nicht alles im Kopf, der hat von 1741 bis 1790 gelebt. Und Josef II. War Mitregent, phasenweise noch von seiner Mutter Maria Theresia. Und der galt als aufgeklärter Monarch, der hat beispielsweise die Leibeigenschaft abgeschafft in Österreich. Und dieser Josef II., der hat 1785 das sogenannte Handbillet veröffentlicht, ein Handpapier. Und da ging es um die Freimaurerei. Da hat er Gesetze erlassen, die besagen, dass die Freimaurerei in Österreich geschützt wird durch den Kaiser. Sie ist erlaubt, sie ist legal, sie darf wirken und da sein, aber sie wird unter ganz starke Kontrolle des Staates gestellt. Und das ist, wie gesagt, am Vorabend der Französischen Revolution. Da hat der praktisch schon Angst gehabt vor den Freimaurern, der Josef II. Und
Er hat die Anzahl der Logen stark beschränken lassen. Er hat praktisch verschiedene Logen schließen lassen. Die mussten sich dann in größeren Sammellogen zusammenschließen. Die mussten ihre Mitgliederlisten und Logenprotokolle an die Regierung immer übersenden. Das heißt, die Freimaurer, die wurden zwar legalisiert, aber die wurden auch kontrolliert. Und der Josef II. Ist dann aber verstorben, 1790, praktisch im Jahr vor der Veröffentlichung der Zauberflöte. Und dann kam sein Sohn an die Macht, das war Leopold II. Und Leopold II., der hat dann auch diese, ja, Kontrolle der Freimaurerei so aufrechterhalten, war aber selbst wahrscheinlich Freimaurer und war auch sehr offen für esoterische Lehren. Und der hat aber nur, ich glaube, 4 Jahre regiert, Leopold II. Und da haben dann die Freimaurer, könnte man sagen, die sind dann nochmal aufgeblüht. Und in diese Phase fällt auch die Veröffentlichung der Zauberflöte. Und dann stirbt der Leopold II. Aber auch nach, ich glaube, 2 oder 4 Jahren. Der war nur ganz kurz an der Regierung. Und sein Sohn, Franz II., wird dann Kaiser. Und Franz II., der lässt 1700, ich glaube, 93, die Freimaurer, nee, oder 95, ich habe die Zahlen hier mir irgendwo rausgeschrieben, also um den Dreh. Also einige Jahre nach, nee, es ist 95, nee, 93, Entschuldigung, 1793 lässt er dann die Freimaurerei in Österreich verbieten und entsorgt eigentlich die Freimaurer. Und die Freimaurerei in Österreich war dann auch bis 1918 verboten. Das ist dann so geblieben. Und sie hat aber eben in dieser Phase Leopold II., Josef II., da hat sie geblüht. Und das ist so dieser Kontext von Kaisern und im Hintergrund läuft die Französische Revolution und diese Kaiser haben natürlich auch immer Angst vor diesen revolutionären Umtrieben und wissen, dass die mit der Freimaurerei verbunden sind. Und in diese Zeitphase fällt die Entstehung der Zauberflöte, also in eine Hochphase in Wien eigentlich freimaurischen Wirkens. Und auch in einer hochbrisanten Phase. Mal ist der Kaiser Freimaurer und die Freimaurer fühlen sich wahrscheinlich fast schon an der Macht beteiligt. Dann kommt der nächste Kaiser, lässt sie alle verbieten. Dann gab es auch 1792, nachdem Leopold II. Dann gestorben war und Franz II. An die Macht kam, immer mehr Bestrebungen der Jakobiner in Österreich. Und das führte dann dazu, dass 1794 ein Jakobinerprozess stattfand. Das heißt, der neue Kaiser Leopold II. Hat dann sämtliche Jakobiner in Wien verhaften lassen. Und die wurden teilweise hingerichtet, die wurden teilweise eingekerkert über Jahrzehnte, die wurden unterdrückt und das waren überwiegend Freimaurer. Und insofern hat man in Wien dieser Zeit zum einen ein Aufblühen esoterischer Geheimgesellschaften, die gleichzeitig mit der Französischen Revolution, mit den Jakobinern sympathisieren und einen politischen Umsturz auch in Österreich durchführen wollen. Und man hat auf der anderen Seite Kaiser, die teilweise damit verbandelt sind und sich teilweise dagegen wehren und davor Angst haben und die Freimaurer dann vernichten. Jetzt habe ich lange geredet, aber ich fand es wichtig, dass man diesen Rahmen so ein bisschen gesteckt hat, wenn man über die Zauberflöte spricht. Das muss man wissen, dass das so im Hintergrund passiert. Und ich weiß nicht, Wolfgang, wollen wir noch weiter erstmal über das Politische sprechen oder über das schon das Metaphysische? Was? Ich wäre schon mehr, wenn dafür, dass du weiter auf das Politische eingehst, denn das war mit ein Hauptbeweggrund, die Zauberflöte in die Bevölkerung zu bringen, weil die Freimaurerei als solche sich in der Lage fühlte, Regierung zu übernehmen. Aufgrund der Schwäche des Kaiserhauses und der Stärke der Freimaurerei als solche. Und die Freimaurerei war schon in der Lage, moralisch, ethisch etwas zu verbreiten, was auch von der Bevölkerung angenommen werden würde. Und die Freimaurerei fühlte sich veranlasst, auch Regierung zu übernehmen und wollte auch darstellen, dass sie es kann. Und zu spät hat die Politik darauf reagiert,
Und dann wurde eben Freimaurerei verboten. Das sind solche Folgen von solchen Vorstößen. Aber die Zauberflöte war in der Welt und war sehr erfolgreich in der Welt. Und die Zauberflöte ist heute immer noch die meistgespielte Oper auf der ganzen Welt. Und fast jeder Mensch kennt die Zauberflöte in irgendeiner Weise. Man muss sie nicht unbedingt metaphysisch, esoterisch betrachten. Man kann sie sehr wohl und sehr gut politisch betrachten. Und ich halte das für sehr wichtig. Und wenn du da mal ein bisschen weiter drauf eingehen würdest. Ja, sie hat halt, die Zauberflöte hat halt eben diese beiden Ebenen. Zum einen zeigt sie freimaurerische Ritualistik und ein Einweihungsritual, worauf wir später noch eingehen werden. Zum anderen zeigt sie politische Verwicklung. Sie ist in einen politischen Kontext eingebunden. Sie hat mit der Französischen Revolution zu tun, mit den Idealen der Aufklärung. Und sie ist auch im gewissen Sinne ein Instrument von Massenmanipulation. Das muss man jetzt auch gar nicht so ganz negativ sehen, aber wir dürfen ja nicht vergessen, Theater und Oper sind ja im gewissen Sinne Vorläufer auch des Kinos. Ja, die Zauberflöte ist im 18. Jahrhundert auch das, was heute Hollywood ist. Ein Kunstmedium, was Menschen zur Unterhaltung konsumieren, wo aber der Künstler mit Botschaften mittransportiert. Und bei der bei der Zauberflöte, ich will immer Freimaurerflöte sagen, bei der Zauberflöte kommen diese Botschaften eigentlich auf drei Ebenen. Zum einen durch den Text, das Libretto, das, was Schikaneder da oder vorgeblich oder wie, hauptsächlich Schikaneder gedichtet hat, diese Botschaften. Zum anderen Mozarts Musik über Klänge, die direkt ins Unterbewusstsein wirken. Und dann natürlich durch das Bühnenbild und die Aufführungen und wie das alles gestaltet ist. Die frühen Aufführungen der Zauberflöte, die spielten auch rein von dem Bühnenbild oft in Gartenlandschaften mit ägyptischer Symbolik. Also das heißt, das hat auch ganz viele Bezüge so zum alten Ägypten. Das ist wirklich, könnte man sagen, der Urtyp und der Prototyp für ein esoterisch-freimaurerisches Kunstwerk, welches auf eine Beeinflussung der Massen hinzielt. Und das ist auch berechtigt, die Frage irgendwo zu stellen, was sollte die Zauberflöte? Weil ich habe ja diesen historischen Kontext schon umrissen, was für eine heiße Phase das in der Politik war. In Frankreich tobt die Revolution, in Wien steht sie praktisch kurz bevor, überall sind Geheimgesellschaften, die wirken, Kaiser sind damit verbandelt und dann kommen Mozart und Schikaneder und machen mal eine Freimaureroper. Man könnte in einem gewissen Sinne sagen, es gäbe eigentlich keinen unpassenderen Zeitpunkt. Ich meine, die Freimaurerei, die wird kurze Zeit später verboten und wirklich platt gemacht. Und dann fragt man sich, haben die das provoziert? Haben die sich so sicher gefühlt? Und wenn sie sich so sicher gefühlt haben, dass sie kurz ein paar Jahre nur vor dem Verbot der Freimaurerei, dass sie gesagt haben, wir bringen eine Freimaureroper raus, dann müsste man sich auch fragen, warum sie sich so sicher gefühlt haben. Oder wussten sie, dass die Freimaurerei in Wien untergehen wird und wollten ein Werk in die Welt bringen, was praktisch ihre Logen überdauern wird? Dass sie sagen, auch wenn die Logen geschlossen werden, wir bringen etwas in die Welt, was wirkt, was Wirkung zeigt, was die Menschen beeinflussen wird. Und ein möglicher Schlüssel, um das näher zu verstehen, ist ein Gemälde. Es ist nämlich so, dass aus dieser Wiener Zeit nicht nur die Zauberflöte als ein freimaurisches Kunstwerk uns überliefert ist, sondern es gibt noch ein Gemälde. Dieses Gemälde hat eigentlich keinen Namen. Man hat dem Bild dann irgendwann mal einen Namen gegeben, nämlich Innenansicht einer Freimaurerloge um 1790. Ich werde das Bild auch gleich mal einblenden. Und das ist ganz berühmt. Stammt aus Wien. Man weiß nicht, wer es gemalt hat. Man weiß offiziell nicht, wer darauf abgebildet ist. Man weiß nicht, wann es genau entstanden ist. Man weiß nicht, wo die dargestellte Szene spielt. Also man weiß eigentlich so gut wie gar nichts darüber, offiziell. Alles, was man vermutet, also ist, dass es die Innenansicht einer Loge zeigt. Und man vermutet, es muss wohl um 1790 entstanden sein. Das ist jetzt interessant, weil das ist ganz kurz bevor die Zauberflöte entsteht. Das ist kurz nachdem Josef II. Stirbt und sein Sohn, der ja auch ein Förderer der Freimaurerei ist, an die Macht kommt.
Und da gibt es Forscher, die haben sich damit unheimlich intensiv auseinandergesetzt und herausgefunden, ja, was sind die dargestellten Personen auf diesem Bild? Unter anderem sieht man rechts in der Ecke, das kann man relativ klar zuordnen, Mozart und Schikaneder. Das heißt, das ist eine Loge in der Mozart verkehrt. Dann gibt es auf diesem Bild auch eine Darstellung von Hermes. Es gibt eine Darstellung von dem Apostel Andreas. Es gibt einen Neophyten, also jemanden, der eingeweiht wird in das Ritual mit verbundenen Augen. Es gibt einen Meister vom Stuhl. Es gibt aber auch Merkwürdigkeiten, zum Beispiel, dass alle Freimaurer auf dem Bild einen Winkel um den Hals tragen, was eigentlich normalerweise nur der Meister vom Stuhl macht. Und man weiß gar nicht so genau, was das soll. Warum haben die alle einen Winkel um? Sind das alles Stuhlmeister? Aber es gibt ganz viele Hinweise auch auf dem Bild, unter anderem die Arbeitstafel oder diesen Leuchter mit drei Lichtern, die jemand, der freimaurerische Hochgradrituale etwas besser kennt, verstehen kann. Und was die Brisanz ausmacht, ist es, wenn man die ganzen Figuren, die dort sind, das ist praktisch identifiziert. Und das ist teilweise möglich, indem du Köpfe von diesen Porträts, die dort abgebildet sind, nimmst und du vergleichst sie mit Porträts wichtiger Persönlichkeiten aus dieser Epoche. Dann stellst du halt eben fest, dass da wirklich das Who is Who, die wichtigen Leute der Wiener Freimaurerei und teilweise so des Wiener Establishments auf diesem Bild dargestellt sind. Und man muss sich die Frage stellen, warum lassen die sich so zeichnen bei einem Freimaurerritual? Was ist das für ein wichtiger Anlass, dass die das machen lassen? Ja, man lässt ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei irgend so ein Freimaurerbild von sich zeichnen. Gerade in einer Phase, wo die Freimaurerei kurz vor dem Verbot steht, wo sie auch bekämpft wird bis aufs Schärfste. Das heißt, zum einen, die haben sich, als das Bild entstand, unheimlich sicher gefühlt. Und das hat einen Grund. Denn die Person, die hinten im Hintergrund dargestellt ist als Meister vom Stuhl, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kaiser Leopold II. Der leitet diese Logenarbeit. Und die Figur vorne mit den verbundenen Augen, die dort als Neophyt eingeweiht wird, ist wahrscheinlich sein Sohn Franz II., der zu diesem Zeitpunkt noch Prinz ist und erst kurz danach, sein Vater stirbt ja sehr überraschend, Kaiser wird. Und das ist jetzt in der Wissenschaft nicht eindeutig so bewiesen oder jetzt offiziell, was ich erzähle. Das ist die Interpretation von Freimaurerforschern, die sich damit unheimlich intensiv befasst haben. Einen endgültigen Beweis gibt es natürlich nicht, weil es gibt kein erklärendes Schriftdokument zu diesem Bild, aber es ist sehr naheliegend. Und das würde auch erklären, warum die Freimaurer dieses Bild haben zeichnen lassen, weil zu dieser Zeit waren halt der Kaiser Freimaurer und auch sein Sohn wurde aufgenommen. Nur offiziell war Franz II. Nie Freimaurer. Er hat ja auch später die Freimaurerei verboten. Wobei er, als er sie dann verboten hat, auch gesagt hat, dass sich das Verbot vor allem gegen Gesellschaften richtet, die die Freimaurerei unterwandert haben. Und das erklärt dieses Bild, das hat jetzt nicht direkt mit der Zauberflöte zu tun, aber es gehört eben in diesen Kontext. Und da ist auch Mozart. Und Mozart sitzt auch auf diesem Bild in dieser Loge und erlebt jetzt, wie der Kaiser der Meister vom Stuhl ist und seinen Sohn den Prinzen aufnimmt. Da hat er sich natürlich auch wahrscheinlich in seiner Haltung bestärkt gefühlt, zusammen mit Schikaneder eben auch die Zauberflöte, diese Oper in die Welt zu bringen. Wie bewertest du, Wolfgang, diese Zusammenhänge, diesen historischen Kontext? Historisch ist das wohl alles richtig. Die Darstellung der Personen ist auch richtig. Aber für denjenigen, der in der Freimaurerei und in einer ganz bestimmten Lehrart bewandert ist, dem geht auf, um welches Ritual sich das handelt. Es gibt also Gegenstände und Symbole, die auf ein ganz, ganz bestimmtes Ritual hinweisen. Und dieses Ritual ist zu dieser Zeit nur in einer Loge in Wien gearbeitet worden. Und dieses Ritual kam von Berlin. Das kam von Berlin und stand unter einem besonderen Schutz Friedrichs des Großen. Und das muss man sich mal vorstellen. Friedrich der Große und Maria Theresa waren ja noch nicht so fürchterlich
intensiv befreundet. Und dann wird mitten in Wien ein Ritual gezeigt und gearbeitet, was im Grunde genommen von Friedrich dem Großen geschützt wird und veröffentlicht von der Zauberflöte. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da hat der alte Fritz dann seiner Freundin Maria Theresia ein Ei ins Nest gelegt. Und da muss ich nur ganz kurz einhaken. Das ist eben der entscheidende Punkt. Das Ritual, welches auf diesem berühmten Logenbild eben in Innenansicht einer Freimaurerloge um 1790 gezeigt wird, ist ein sehr spezielles Ritual. Und es ist auch dasselbe Ritual, welches der Zauberflöte zugrunde liegt. Das bedeutet, wir sehen in der Zauberflöte als auch auf diesem Bild wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dasselbe Ritual dargestellt. Das nochmal eben, um das zu erklären. Und das ist eine besondere Lehrart der Freimaurerei, die, wie du sagst, aus Berlin nach Wien kam. Und das ist eben nicht, wie das so oft außenstehende Forscher betrachten, irgendwie ein Aufnahmeritual in den ersten Grad, sondern hier ist Hochgrad dargestellt. Das ist Hochgrad Freimaurerei. Also dieses Ritual, was dargestellt wird, wird im Bereich der Hochgrade als das Abitur der Freimaurer bezeichnet. Das ist ein zentrales Ritual, was alle Lehrarten der Freimaurerei auf unterschiedliche Art und Weise darstellen. Und alle Freimaurerei entwickelt sich auf diesen Punkt hin und baut auf diesem Punkt auf, in den Hochgradsystem. Und das ist höchst, höchst brisant von der freimaurerwissenschaftlichen Auslegung gesehen. Und Schikaneder mit den Beteiligten, die dieses Ritual oder die Zauberflöte geschrieben haben, haben da nun sehr viel Kraft und sagen wir mal, Erkenntnisse reingelegt, die auch einem Esoteriker aufgehen können, wenn er entsprechend geschult und initiiert ist. Und die Aussage, die dieses Ritual mit sich bringt, ist höchst brisant. Dieses Ritual wird weltweit nicht mehr gearbeitet, aber es gibt Nachfolgeritual, das auch heute noch gearbeitet wird. Und man wird solche Ähnlichkeiten immer wieder finden. Und die Gegenstände, die heute in dem Ritual gebraucht werden, so das Glockenspiel von Papageno und Flöte, das wird auch heute noch benutzt. Es wird heute noch benutzt. Und die Freimaurerei in diesem ganz speziellen Hochgrad findet sich da wieder in der Aussage metaphysisch und wird deshalb auch als das Hohelied der Freimaurerei bezeichnet, wenn man es denn versteht. Ja, und ganz besonders wichtig ist ja auch in dem, was du jetzt erklärt hast, das ist nicht einfach nur irgendein Hochgradritual, sondern ein Hochgradritual, du hast es jetzt Abitur der Freimaurerei genannt, welches eine ganz zentrale Erkenntnis für alle freimaurerischen Lehrarten mit sich bringt. Und das Interessante ist nun, das wird hier dargestellt, zum einen auf diesem Logengemälde, und dann wird auch noch praktisch der Thronfolger des Kaisers eingeweiht in dieses Ritual. Und dann ist es Mozart und Schikaneder sind es, die das auf die Bühne bringen und damit ja auch letztlich die mit dem Ritual verbundene Erkenntnis, die vorher nur in diesem geschützten Rahmen der Geheimgesellschaft, der Loge, einem auserwählten Publikum zuteil wurde, in die Öffentlichkeit tragen. Das heißt, sie bringen diese Erkenntnis, wenn man so will, mit der Zauberflöte, mit einem öffentlichen Ritual oder einem Kunstritual in verschlüsselter Form in die Bevölkerung. Und die Frage ist, wenn man das wie so ein Werkzeug betrachtet und sich fragt, warum haben die das getan? Was konnten sie damit bewirken? Gerade wenn man noch im Hinterkopf hat, dass die Freimaurer zum Teil verbandelt waren eben mit den Jakobinern und dieser französischen Revolutionsideologie und den Umsturz wollten oder zumindest die Machtübernahme. Ja, es ist ja auch noch so, im Programm
als bei der Uraufführung. Im Programm der Uraufführung ist eine Zeichnung, eine Abbildung, die sehr, sehr viele Symbole beinhaltet und im Grunde genommen die ganze Geschichte dieses Rituals darstellt, einschließlich der dazugehörenden freimaurischen Legende. Und diese freimaurische Legende, die zu diesem Ritual gehört, ist auch Inhalt des Weges von Tamino. Also Tamino muss auf vielen Umwegen dann den Weg zum Weisheitstempel Zarathustras finden und er ist da vielen Angriffen und Irrungen vorher ausgesetzt und es wird schwierig, diesen Weg zu finden und innerhalb dieses Weges, die Priesterschaft ist sich nicht sicher, ob Tamino das überleben wird. Ob Tamino das überleben wird. Vielleicht kannst du ja, Wolfgang, noch mal eben für die Zuschauer, die jetzt den Inhalt, den Handlungsstrang der Zauberflöte nicht kennen, das noch mal einmal kurz so erklären, einfach was da inhaltlich passiert, bevor wir so auf die Details eingehen. Der eine oder andere kennt jetzt Tamino noch nicht oder Papageno oder all diese Figuren. Also Tamino ist der Sohn eines Fürsten und er kommt einen Berg herunter und wird verfolgt von einer Schlange. Und er fürchtet sich vor dieser Schlange, obwohl sie ihn nicht bedroht, aber sie verfolgt ihn. Und es erscheinen drei Damen, die dann die Schlange töten, nachdem Tamino bewusstlos geworden ist. Dann erwacht Tamino wieder und es taucht Papageno auf. Papageno wird also eine Art Menschen dargestellt, den der Tamino nicht richtig einordnen kann. Und er gibt sich dann als Drachentöter aus und wird dann von den drei Damen auch bestraft durch Schweigen, also Schloss vor den Mund. Und die Königin der Macht taucht plötzlich, der Nacht taucht dann plötzlich auf und zeigt ihm ein Bild ihrer Tochter, die von Sarastro entführt worden ist. Und Tamino soll diese Tochter aus der Gefangenschaft Sarastros befreien. Und der macht sich auf den Weg, er verliebt sich in dieses Bild und will zu Sarastro und diese schöne Tochter der Königin der Macht befreien und wird dann aber von der Priesterschaft Sarastros überzeugt, dass Sarastro eigentlich auf einem sehr positiven Weg ist und er möchte das kennenlernen in den Tempeln des Sarastro. Und da warten viele Prüfungen auf ihn und die muss er bestehen, diese Prüfung, damit er sich mit Pamina, deren Bild er gesehen hat, vereinigen kann. Und die Priesterschaft ist sich da nicht sicher, ob Tamino das überleben wird. Das Originalritual von damals, was da gefeiert wurde, da wird der Kandidat dann auch empfangen. An einer Stelle trifft er auf einen Wächter mit einem Schwert. Und der Wächter sagt zu ihm, wenn du diesen Weg beschreitest, und ohne Ergebnis zurückkommst, dann wird dieses Schwert dich töten. Das heißt, du wirst es nicht überleben. Das kommt auch in dem Ritual vor, kommt auch in der Zauberflöte vor. Es ist gar nicht sicher, ob Tamino das überleben wird. Als Begleitung hat er dann Papageno, der auf einer ganz anderen Geistesebene ist, aber ohne den nichts geht. Das ist im Grunde genommen der unsichtbare Begleiter, den jeder Kandidat in der Freimaurerei mit sich führt, der immer neben einem ist. Er ist aber unsichtbar. Es gibt da viele unsichtbare Gestalten. Und wenn man die ganzen Personen und Gestalten in der Zauberflöte richtig erkennt, kann man sie projizieren auf das freimaurische Ritual. Wer ist wer? Und das freimaurische Ritual ist, wie ich schon sagte, das freimaurische Abitur. Wenn man, da wird einem was geboten. Das muss man selbst erkennen.
Also viele, viele Brüder machen zwar diesen Grad, erkennen aber nicht den Inhalt. Sie erkennen leider nicht den Inhalt und kommen dann auch nicht weiter. Aber derjenige, der den Inhalt erkennt, der kann auch nachher, wenn er mit Erfolg dieses Ritual bestanden hat, in alle Hochgrade der Welt, die es gibt, eintreten. Deshalb Freimaurisches Abitur. Damit sind alle Türen geöffnet, wenn man diese Grad schafft. Das ist ja auch ganz interessant. Die Zauberflöte hat jetzt praktisch zwei Teile, zwei Aufzüge, in denen sie gezeigt wird. Das heißt, die Handlung hat praktisch einen Cut in der Mitte. Und wenn man sich jetzt so mit dem Thema befasst und Bücher darüber liest oder Artikel oder aus der normalen musikhistorischen Forschung, dann fällt ein inhaltlicher Bruch auf. Also Tamino handelt ja erstmal im Auftrag dieser Königin der Nacht und will gegen den bösen Sarastro, den Bösewicht, vorgehen. Und dann im zweiten Teil wendet sich das Ganze und es stellt sich heraus, dass dann praktisch der Sarastro eigentlich der Gute ist und die Königin der Nacht die Böse. Und das ist ein inhaltlicher Bruch oder zumindest scheinbar ein Bruch. Und da haben sich dann die, ich sag's mal so profan, also nicht freimaurischen oder nicht eingeweihten Forscher immer den Kopf zerbrochen, wie kommt es zu diesem Bruch? Und da gibt es sogar so eine Bruchtheorie. Und da war es nämlich so, dass während Mozart und Schikaneder an der Zauberflöte gearbeitet haben, hat ein anderer Komponist eine Oper in Wien rausgebracht, die sich mit demselben Stoff befasst. Und zwar Joachim Perrinet heißt der. Und der hat etwas rausgebracht, das hieß dann Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither. Und Mozart hat sich das angehört, während er an der Zauberflöte gearbeitet hat. Und die normalen Forscher gehen dann immer davon aus, ja, und daraufhin haben Mozart und Schikaneder dann gesagt, scheiße, salopp gesagt, da ist uns einer zuvor gekommen, der hat das vor uns auf die Bühne gebracht, wir müssen den Stoff umschreiben. Und dann haben sie einfach irgendwie die Handlung gedreht. Und das ist so eine Sache, das ist natürlich totaler Blödsinn. Denn die Handlung, so wie sie ist mit diesem scheinbaren Bruch, die hat ihre rituelle Bedeutung und die muss so sein und die ist so richtig. Dass da ein anderer einen ähnlichen Stoff auf die Bühne gebracht hat, das hat Mozart, glaube ich, fast schon eher amüsiert. Es gibt einen Brief an seine Frau, an Konstanze, wo er sich darüber äußert, dass er da drin war in dieser Oper, sich das angeguckt hat oder Singspiel und das ganz okay fand. Jetzt kann man sich aber fragen, wie kam das denn, dass da ein anderer so einen ähnlichen Stoff auf die Bühne bringt? Und da kommen wir auf das Thema zu sprechen, was sind die Quellen der Zauberflöte? Haben Mozart und Schikaneder da einfach aus dem Freien geschöpft? Wir haben jetzt schon angebracht, sie stellen ein gewisses freimaurerisches Ritual dar. Es gibt aber auch noch andere Quellen, nicht ritueller Art, die aber auch freimaurerisch sind. Und zwar ist es sehr interessant, ein gewisser Jakob Liebeskind, der hat ein Märchen geschrieben, das ist 1789 erschienen, das heißt Lulu und die Zauberflöte. Ich habe mir mal eine Textausgabe geholt, hier heißt mal die Kamera. Lulu ist dort, heute würden wir es wahrscheinlich als irgendeinen merkwürdigen Mädchennamen tragen, aber Lulu ist ein Prinz und es ist eine artverwandte Handlung zur Zauberflöte. Und das ist in einer Märchensammlung erschienen, dieses kleine Märchen, die nannte sich Ginnistan und die ist von Christoph Martin Wieland herausgegeben worden. Wieland war selbst auch Freimaurer. Und der hat jetzt, wie gesagt, ein Buch mit Märchen rausgebracht. Also ähnlich wie die Gebrüder Grimm, nur dass die haben halt deutsche Hausmärchen gesammelt oder so germanische Mythenstoffe. Und der Wieland hat letzten Endes, könnte man jetzt sagen, Fantasy-Märchen gesammelt oder halt freimaurerische Einweihungsmärchen. Und da sagt auch schon der Name dieser Märchensammlung, Ginnistan, also aus dem Land der Djinn, sagt, worum es geht. Und das ist eine auch der Quellen, eben diese Geschichte Lulu und die Zauberflöte, auf die sich Mozart und Schikaneder beziehen. Es gibt auch noch eine andere Geschichte. Es gibt einen Freimaurer Jean Terrasson, ein Franzose, der hat 1731
einen französischen Roman, der nennt sich Sethos, herausgegeben. Da geht es darum, wie ein ägyptischer Prinz namens Sethos in die Mysterien von Isis und Osiris und der Ägypter eingeweiht wird. Und das wurde von einem anderen Freimaurer, Claudius heißt der, ins Deutsche übersetzt. Auch das ist so eins dieser Vorbilder. Das heißt, es gab verschiedene Texte, die in Abwandlung diese freimaurerischen Inhalte im 18. Jahrhundert behandelt haben, die sich immer natürlich auf freimaurerische Ritualistik beziehen und Freimaurerlegenden. Und da haben Mozart und Schikaneder aus diesem Topf sich, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sich inspirieren lassen. Inspirieren lassen, das klingt dann eher so, als hätten sie dann einfach gesagt, Mensch, tolle Geschichte, wir schreiben mal sowas Ähnliches. Ich glaube eher, dass sie die Botschaften dieser Geschichten, die sich auf Freimaurerrituale beziehen, in einem Gesamtkunstwerk eben auch mit musikalischer Untermalung in die Welt tragen wollten. Und insofern merkt man vielleicht auch in unserem Gespräch, die Zauberflöte ist nicht einfach nur so ein Werk, was im luftleeren Raum steht, sondern sie ist eben verwurzelt mit einer längeren Geistestradition freimaurerischer Art. Ja, nun wird ja auch viel dargestellt, Isis und Osiris. Das sind Naturprinzipien, von denen ein Prinzip verloren geht, wird aber wiederbelebt. Das finden wir in anderer Terminologie in der Freimaurerei wieder. Es ist jetzt Isis und Osiris vielleicht eine Reminiszenz an Ignaz von Born, der Ägyptologe war. Und man muss das mal umdeuten auf die Natur, wie sie in der Freimaurerei dargestellt wird. Und ganz interessant in der Freimaurerei ist der Baphomet. Der Baphomet. Wir haben auch von Eliphas Levi da so einen Baphomet, der mit der Freimaurerei aber gar nichts zu tun hat. Es geht hier um das Prinzip der Natur. Der Baphomet ist also der Beherrscher der Natur, er ist in der Natur, mit der Natur, durch die Natur, er beherrscht die Natur, er kann sie aber nicht verlassen. Er kann sie nicht verlassen. Er ist also das Prinzip, das hinter der Natur steht, und das wiederzufinden und wieder zu reparieren, ist Sinn dieser Reise Taminos. Tamino muss also sein Gegenstück wiederfinden, und sein Gegenstück ist Pamina. Vielleicht kann man das sehen aus der Situation der Genesis in der Bibel, als Adam erschaffen wurde und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und dann hat er den Menschen geteilt in Mann und Frau. Er hat zunächst mal eine Männin erschaffen aus der Bibel heraus, aus der Wortschöpfung. Und dann haben die beiden versagt im Paradies und mussten das Paradies verlassen und wurden in die Materie geschickt. Und da haben sie sich verloren, genau wie Isis und Osiris, und wurden dann später wieder vereinigt. Und das wird wunderbar im Ritual der Freimaurerei dargestellt, weil Freimaurerei sehr, sehr viel darstellt, was man in der Bibel auch wiederfinden kann. Und in der ganzen Esoterik kommt man auf diese Prinzipien immer wieder zurück. Da wird etwas verloren, das wieder vereinigt werden muss. Da kommt der Tamino im Anfang mit einem Bogen im Berg runter und hat keinen Pfeil. Also Bogen ohne Pfeil nützt mir gar nichts, so gar nichts. Da fehlt was. Und dieses Fehlende muss er wiederfinden. Und die Freimaurerei beginnt in ihren ersten Graden, da hat man etwas Besonderes, das geht verloren. Dann erzählt die Freimaurerei viel von dem verlorenen Wort. Und immer wieder in der Freimaurerei begegnet man dem verlorenen Wort. Und in diesem besonderen Grad, der in der Zauberflöte dargestellt wird, wird das Wort wiedergefunden. Es wird wiedergefunden, und das ist das Großartigste, was einem Freimaurer widerfahren kann,
wenn er nach vielen Jahren und verschiedenen Initiationen das Wort wiedergefunden hat. Und wenn er es wiedergefunden hat, da heißt es dann im Ritual, der alte Tempel ist zerstört, aber wir finden den Grundstein wieder und auf diesem Grundstein bauen wir einen neuen Tempel auf. Und das ist freimaurerisch, wird wirklich der neue Tempel aufgebaut. Und politisch kann man das so deuten. Jetzt wird's interessant, ja. Da haben wir eine ganz bestimmte politische Situation und da kommt jemand, der das Volk retten kann. Und diese Person ist politisch irgendjemand Bestimmtes und der Retter ist auch irgendjemand Bestimmtes. Und das durfte jetzt in Wien zu dieser Zeit nicht passieren. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du hier ansprichst. Wir haben in der freimaurerischen Hochgradritualistik immer diesen Punkt, wo das verlorene Wort gefunden wird, dieser Höhepunkt, wenn man so will, auf den alles zusteuert. Wir haben hier Freimaurer, die dieses Ritual feiern, die eine Innenansicht einer Loge zeichnen lassen, also nicht zeichnen, malen lassen, die Zauberflöte, ein Kunstwerk, was sich damit befasst, in die Welt bringen. Und wir haben parallel eine politische Situation, wo man das Gefühl haben könnte, das, was die dort in den Logen und in diesen Kunstwerken mystisch machen, das wird jetzt oder soll in die Tat umgesetzt werden. Also es hat diesen revolutionären Charakter und wenn man sich auch überlegt, wer könnte denn diese Person sein, dieser Retter, wie du jetzt sagst, der dann das vielleicht auch umsetzen soll, da habe ich den Verdacht, das könnte eben der Franz II. Gewesen sein, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, der wie in dem Logenbild dargestellt als Neophyt eingeweiht wird und der es dann aber nicht tut. Der praktisch diese Aufgabe nicht erfüllt, der Österreich nicht in eine konstitutionelle Monarchie umwandelt oder der, wie auch immer, die Ideale der Freimaurer und der Aufklärung verwirklicht, sondern der macht die Freimaurer platt. Der wird zwar eingeweiht, der soll das machen, macht das Gegenteil. Und das ist ja dann kurze Zeit später kommen ja die Napoleonischen Kriege. Und Napoleon erobert Europa und Napoleon beendet das Heilige Römische Reich 1806 und der Kaiser muss abdanken. Also könnte man auch sagen, das, was er dann freiwillig nicht gemacht hat, dazu wurde er dann später politisch gezwungen. Nein, die Frage ist jetzt, wer stellt jetzt wen dar? Aber die Freimaurerei zeigt durchaus, dass sie in jeder Beziehung in der Lage ist, auch Regierung und Verantwortung zu übernehmen und dem Volk Glückseligkeit zu schenken. Und Glückseligkeit bekommt dann auch jeder, sowohl Tamino als auch Papageno. Papageno geht ja nun in diesen ganzen Handlungen einen völlig anderen Weg, aber er ist zufrieden mit dem Ergebnis. Und er erreicht das Maximum seiner Möglichkeiten. Das heißt, jeder ist gefordert, das Maximum seiner Möglichkeiten zu erreichen. Und das ist sowohl im freimaurischen Ritual gegeben, als auch in der politischen Situation das Versprechen ans Volk, politisch Zufriedenheit zu verteilen ins ganze Volk, ist durchaus aussagekräftig in diesem Ritual enthalten. Das wird formuliert in der Handlung, in der Symbolik von der Ursymbolik. Die Regisseure heute machen da manchmal Symbole rein, weil sie nichts verstehen. Sie verstehen es einfach nicht. Aber wenn man das Urlibretto nimmt und Ursymbolik, dann kommt man manchmal zu anderen Ergebnissen. So beginnt beispielsweise die ganze Handlung mit Tamino, der den Berg runterkommt und von der Schlange verfolgt wird. Ursprünglich wurde er von einem Löwen verfolgt. Er wurde von einem Löwen verfolgt und der Löwe ist der König im Tierreich oder der König der Natur. Der Löwe ist aber auch das Symbol des Hauses David. Ja, ja. Und nachher wird Sarastro ja von einem
von sechs Löwen begleitet, die seinen Wagen ziehen. Und dann schien das nicht mehr so fürchterlich angebracht, dass man im Anfang den Löwen als den vorgeblichen Feind Tamino's ansieht. Und dann wurde der Löwe ersetzt durch die Schlange. Das ist auch interessant, ganz kurzer Einwand. Der Wagen, der von Löwen gezogen wird, begegnet uns auch im Tarot. Das werde ich mal einblenden nachträglich hier. Also das ist auch ein hochesoterisches Symbol, was sich so durch verschiedene Traditionen zieht, aber eben auch schon in der Zauberflöte zu finden ist. Das ist ja das Großartige an der Zauberflöte. Ich wollte auch gerade Freimaurerflöte sagen. Das Großartige an der Zauberflöte, das ist nicht nur was für Freimaurer, für Hochgrad-Freimaurer, das können auch alle gut ausgebildeten Esoteriker verstehen. Und deshalb ist die Zauberflöte weltweit auch so erfolgreich. Weil die Aussage, die Zauberflöte darstellt, musikalisch untermauert ist und die Empfindungen durch die Töne ins Unterbewusstsein hineinzubringen, in der Lage ist. Man muss immer bedenken, dass die Musik eine der sieben freien Künste ist. Und die sieben freien Künste sind in der Freimaurerei sehr hoch angesiedelt. Das mit der Musik ist auch ganz wichtig, weil neben der Handlung, also dem Libretto, dem Text, das, was Schikaneder oder die Gruppe um Schikaneder oder hinter ihm geschaffen hat, ist ja auch einfach Mozarts Musik. Und warum war Mozart so wichtig? Das hätte auch jemand anders aufführen können. Man hatte den Text geschaffen, man hatte die Handlung, also letztlich das, wo es um das freimaurerische Ritual geht. Nun sollte das Ganze aber mit einer speziellen Musik untermalt werden und da war Mozart einfach der Könner seiner Zeit und Mozart war selbst, er war hoch, also Hardcore-Freimaurer müsste man sagen. Der Freimaurerei war wirklich sein Lebensinhalt und der hatte das nötige Verständnis, sowohl freimaurerisch als auch musikalisch, das jetzt so umzusetzen, dass diese Musik auf die gewünschte Weise aufs Unterbewusstsein wirkt. Also man weiß, dass er gewisse Tonarten benutzt hat, dass er auch freimaurische Klopfzeichen, es gibt gewisse Klopfcodes für Rituale, für Grade mit dort verarbeitet hat. Der hat nicht einfach komponiert im Sinne, was der Ästhetik jetzt nur rein, was klingt schön und was ist harmonisch und das ist eine tolle Melodie, sondern das ist auch wirklich von der Musik her durchdacht und auf die Handlung und den Text abgestimmt und eben auch auf das Freimaurische und diese Wirkung aufs Publikum. Und das macht die Zauberflöte, jetzt wollte ich schon wieder Freimaurerflöte sagen, es macht sie wirklich auch zu einem magischen Werk. Das ist Magie auf der Bühne. Also das ist nicht ohne sich das anzuhören und anzuschauen und auf sich wirken zu lassen, denn es ist so konstruiert, dass es auf uns Menschen wirken muss. Dem kann man sich gar nicht entziehen, eben durch die Qualität auch der Töne. Es ist ja in der Erfolg der Zauberflöte nach der Uraufführung, der war grandios. Der war grandios. Dann war aber Franz II. Dabei, Freimaurerei zu verbieten. Und das wurde immer weniger. Und Mozart in seiner Euphorie, er hat überall verkündet, dass er Freimaurer ist. Er war gerne Freimaurer, er war überzeugter Freimaurer. Und in der Freimaurerei, in den Hochgraden, gibt es, sagen wir mal, Einschübe, wo einem angedroht wird, eine Bestrafung, eine Tötung, wenn man Geheimnisse verrät. Und dann wird Man muss etwas versprechen und schwören, das eintreten wird, wenn man zum Verräter wird, dass man dann getötet wird und dass die sterblichen Überreste nie wieder aufgefunden werden können. Das ist Teil des Eides. Und wenn man bedenkt, wie Mozart nach seinem Tode entsorgt wurde, er kam dann in ein Massengrab der Armen und der Unbekannten und sonst was, obwohl Konstanze in der Lage gewesen wäre,
ein würdiges Begräbnis zu bezahlen. Er wurde dann auch nach seinem Tode geehrt, sehr aufwendig im Stephansdom und so weiter. Da wurde also sehr viel Aufwand betrieben. Nur seine Entsorgung, seine Leiche wurde irgendwie entsorgt, so wie es im Ritual auch beschrieben wird. Kann man viel spekulieren. Ist er ermordet worden? Durfte er sein eigenes Requiem schreiben? Und wurde er entsprechend seinem Gelöbnis dann auch entsorgt, sodass niemand mehr körperliche oder sterbliche Überreste von ihm finden würde? Und es ist so eingetreten. Es ist nochmal für die Zuschauer, weil es hat jetzt nicht jeder so die genauen Lebensdaten und Todesumstände Mozarts im Kopf. Es ist ganz interessant. Also im Jahr 1791, da überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse, da arbeitet er wirklich monatelang unter Hochdruck an der Zauberflöte und man muss sagen, er arbeitet enorm schnell. Also der komponiert dieses Meisterwerk in wenigen Monaten. Am 28. September beendet er dann die Arbeiten an der Zauberflöte und er hat so ein Werkverzeichnis, das ist ganz berühmt, da trägt er das dann ein. Ja, hab das jetzt beendet, Zauberflöte fertig. Und schon am 30. September kommt es zur Uraufführung. Also der hatte natürlich ein Orchester, die haben schon während er daran gearbeitet, hat das immer eingeübt. 30. September 1791 ist die Uraufführung und kurz danach geht dann auch die Zauberflöte praktisch, wird dann immer öfter aufgeführt, also am laufenden Band und dann kommt dieser Erfolgssturm, wenn man so will. Und am 20. November, also wir reden jetzt wirklich, am 30. September erscheint die Zauberflöte, am 20. November, das ist nicht allzu lang später, da wird Mozart plötzlich krank. Und zwar richtig krank, legt sich krank zu Bett und wird, ja, wie soll man sagen, er verreckt elendig. Also es gibt Schilderungen von seinem Tod, er bekommt hohes Fieber, er soll unheimlich gestunken haben, also man kennt das ja, wenn man mal irgendwie eine Lungenentzündung hat oder Fieber oder irgendwelche Entzündungen, das stinkt. Also ne, das sind so diese üblen Körpergerüche, also der hat da richtig vor sich hingestunken, man sprach dann der behandelnde Arzt von einer inneren Fäulnis, seine Hände und Füße sind entsetzlich angeschwollen, hat sich ständig erbrochen und ist dann am 5. Dezember ja letztlich gestorben. Es gab dann kurz vorher, ging es ihm noch ein paar Tage besser, ist ja manchmal so vorm Sterben so eine Erstverbesserung. Also der Mozart ist unter Höllenqualen elendig verreckt. Und man weiß nicht, was das genau für eine Krankheit war, aber schon seine Frau hat kurz nach seinem Tod die Vermutung geäußert oder den Verdacht, er wurde vergiftet, ermordet. Und ich persönlich denke auch, dass man ihn ermordet hat. Die Frage ist dann, wer hat ihn ermordet? In der normalen Musikhistorie gibt es dann alle möglichen Neider oder Leute. Der hatte natürlich Neider als erfolgreicher Mozart. Es gibt ja auch einen Hollywood-Film, da ist es dann der Hofkomponist Salieri, der ihn vergiftet. Das ist aber alles nicht plausibel und auch widerlegt. Dann gibt es das hartnäckige Gerücht, die Freimaurer haben ihn vergiftet. Da muss ich dann aber wieder dazu aufrufen, dass man differenziert. Weil wer sind die Freimaurer? Es gab verschiedene Strömungen innerhalb der Freimaurerei, die konkurriert haben, die miteinander gekämpft haben. Also es gab nicht die Freimaurerei. Die Frage wäre dann, welche Freimaurer-Clique war es? Oder waren es andere Kräfte? Waren es vielleicht auch Kräfte aus der katholischen Kirche, aus der Politik, die eben gegen die Freimaurer vorgehen wollten? Also das ist... Da muss man abwägen, da könnten wir mal darüber diskutieren, was letztlich wahrscheinlicher ist. Aber ich glaube, auch wenn wir es nicht beweisen können, aber ich glaube, dass vieles dafür spricht, dass der halt aus dem Weg geräumt worden ist. Und das, was du aufgeführt hast, dass man ihn dann so entsorgt hat, dass man die Leiche nicht findet, das deutet natürlich auf einen Logenmord hin, darauf hin, dass man ihn freimaurerisch beseitigt hat. Ja, es wird seine eigene Loge ihn mit ganz großer Sicherheit nicht entsorgt haben. Und die Freimaurer als solche kann man gar nicht definieren. Es gibt also viele Organisationen, Institutionen, die zwar nicht von der Freimaurerei geleitet werden,
die von Personen geleitet werden, die Freimaurer sind. Ja, wir wissen es nicht. Wir werden es auch nie erfahren. Wir können nur spekulieren. Kann sein oder kann nicht sein. Interessant ist natürlich auch in dem Kontext, wer könnte sich an seinem Werk gestört haben? Jetzt bringt er die Zauberflöte raus, was, wie wir jetzt auch schon rausgearbeitet haben, letztlich sowas ist wie ein öffentliches magisches Ritual. Fanden die Freimaurer das gut? Ich meine, die waren auf einer Hochphase kurz vorher. Die haben den Kaiser auf ihrer Seite, den Thronfolger. Die ahnen noch nicht, dass dieser Thronfolger sie bald aus dem Weg räumen wird. Die fühlen sich sicher. Vielleicht in Frankreich tobt die Revolution. Vielleicht sind sie total siegessicher und sagen, jetzt kommt auch noch die Zauberflöte. Die Massen werden freimaurerisch beeinflusst. Da fällt es dann eigentlich schwer zu glauben, dass diese Freimaurer sich selbst an dieser Oper gestört haben könnten. Vor allem, dann hätten sie vielleicht auch Schikaneder eher noch aus dem Weg räumen müssen, der das Libretto geschrieben hat. Und man muss auch vermuten, dass es eine ganze Freimaurer-Clique war, die daran mitgewirkt hat, an der Zauberflöte. Deshalb, wie du schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass dieser Mord aus Mozarts eigener Loge kam. Es gab aber verschiedene Geheimbünde und auch konkurrierende Strömungen in der Freimaurerei in Wien. Es gab, in Wien wirkten, wie gesagt, ja, diese Lehrart von Mozart, die mit Berlin und mit gewissen Strömungen, die auch in Norddeutschland sehr stark vertreten sind, verwandelt ist. Es gab die sehr dubiose Loge der asiatischen Brüder, es gab den Illuminatenorden, die Gold- und Rosenkreuzer. Es könnte auch sein, vielleicht war Mozart auch eben als, ja, auch als staatsbediensteter Komponist oder der ja auch den Kaiser getroffen hat, vielleicht war der auch zu Kaisers nahe. Vielleicht waren es Kräfte, die noch radikaler jakobinerisch unterwegs waren, die ihn aus dem Weg räumen wollen. Da würden dann, wie gesagt, die Illuminaten oder die asiatischen Brüder vielleicht in Frage kommen als freimaurerische Kräfte. Ja, aber man konnte Mozart mit der Zauberflöte viel besser identifizieren als Schikaneder. Oder viele Unbekannte, die da mitgeholfen haben. Denn es kann Schikaneder nicht alleine geschafft haben. Das ist völlig unmöglich. Da muss also eine große Gruppe von Freimaurern gearbeitet haben. Die haben inhaltlich die Aussage formuliert, was alles machbar ist, sowohl freimaurerisch als auch politisch. Ja, und Mozart hat es letztendlich durch seine Musik ins Publikum und in die Welt gebracht. Und es begann zu wirken. Und darum kann man Mozart durchaus mit der Zauberflöte identifizieren und Schikaneder weniger. Ja, vor allem hat sich Mozart damit zum einen, könnte man sagen, das eigene Grab geschaufelt, zum anderen sich unsterblich gemacht. Mich würde noch mal interessieren, jetzt gibt es in der Zauberflöte diese ganzen Figuren. Es gibt die Königin der Nacht, es gibt Sarastro, es gibt Papageno. Wie lassen die sich zuordnen? Wir haben da ja schon ein bisschen in der Sendung drüber gesprochen, aber vielleicht noch mal zum Abschluss. So die Frage, wer ist die Königin der Nacht? Zum Beispiel. Die Königin der Nacht ist auch interessant. Ich habe eine Interpretation gelesen, die geht mir persönlich nicht tief genug, aber sie ist auch nicht ganz schlecht, die halt sagt, eben die Königin der Nacht, die repräsentiert die Kirche. Und die Kirche, die praktisch die Menschen in der Gefangenheit hält, und Sarastro als Gegenspieler, das wäre die Freimaurerei, die die Menschen zur Erkenntnis und Erleuchtung führt. Ja, es kann nun durchaus sein, dass die Kirche, der Klerus, dargestellt von der, wird von der Königin der Macht, der Nacht, Entschuldigung, und dass die Macht der Kirche in den Abgrund fallen wird, in dem Moment, wo die Freimaurerei die Regierungsgeschäfte übernehmen wird. Weil die Freimaurerei letzten Endes auch über den Klerus und über die Kirche siegen wird, weil sie aufrichtiger ist und logischer. Möglicherweise, man kann viel spekulieren. Es gibt ja auch noch die Figur des Monostatos, der als Moor, wie es damals hieß, also als Afrikaner oder Dunkelhäutiger dargestellt wird, wo sich manche auch streiten oder wo man ja auch Rassismus schon Mozart vorgeworfen hat.
Ich glaube aber eher, dass Dunkelhäutigkeit in so einer Oper, einer esoterischen Oper, eher eine symbolische Bedeutung hat. Es gibt ja auch in der mittelalterlichen Tradition bei den Heiligen Drei Königen einen, der dann als Mohr dargestellt wird. Das kann auch mit den, da bei den drei Königen zum Beispiel mit den Mondphasen zusammenhängen, die sie repräsentieren. Aber die Frage ist, was heißt das in der Zauberflöte? Hast du da eine Idee, wer oder was jetzt Monostatos darstellt? Der Monostatus stellt nun nicht irgendwie im, sagen wir mal, was wir heute als rassistisch bezeichnen würden, eine sogenannte Rasse dar oder irgendwas, sondern eine Geisteshaltung innerhalb der Gesellschaft, die immer vorhanden ist, und die destruktiv wirkt. Und diese destruktive Geisteshaltung wird beseitigt durch die Freimaurerei, weil die Freimaurerei ja im Grunde genommen das ankommende, vollkommene Licht darstellt. Und im Gegensatz zur Königin der Nacht und im Original-Libretto ist die Königin der Nacht immer schwarz verschleiert und die drei Damen sind auch schwarz verschleiert. Denn es gibt eine Stelle im Libretto, wo dann der Tamino den Papageno fragt, sind die Frauen denn schön? Dann sagt Papageno, das weiß man nicht, weil sie ja hinter ihrem Schleier verborgen sind. Die waren aber immer mit Schleier, das kann man auf der Bühne nicht so fürchterlich gut darstellen, aber vom Libretto her sind die immer verschleiert. Und die Königin der Nacht ist auch nicht erkennbar. Und so haben wir auch in dem Ritual, auf was wir uns beziehen, dann Symbole, die verschleiert sind. Dann haben wir auch Personen oder Kandidaten in dem Ritual, die schwarz gekleidet sind. Das muss alles sehr, sehr schwarz sein. Auch die Ritualgegenstände sind schwarz, verhüllt und so weiter. Das kommt alles in der Zauberflöte vor. Das heißt, dahinter ist etwas, was wir erahnen, und interpretieren können. Und im Grunde genommen eigentlich jeder für sich, und jeder wird auf eine Erkenntnis stoßen, die richtig ist, auch wenn sie bei den verschiedenen Betrachtungen nicht übereinstimmen. Die Verschleierung der Königin der Nacht erinnert ja auch an die verschleierte Isis. Und Ja. dann wird die Königin der Nacht auch mit so Sternen umwunden dargestellt. Das erinnert dann wiederum auch an die himmlische Maria in der Johannesoffenbarung. Und auch die Verbindung zwischen Maria und Isis besteht ja, dass es geht um die Muttergöttin. Es geht um ein gewisses Prinzip, was dadurch dargestellt wird. Also es bleibt spannend und rätselhaft, und ich glaube, wir beide können ja auch offen gestehen, wir sind noch dabei, die Zauberflöte zu entschlüsseln. Also wir präsentieren da heute verschiedene Gedanken, und vieles wird auch richtig sein, aber zu 100% haben wir es auch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geknackt, aber wir arbeiten dran. Es ist einfach ein zu umfangreiches Werk. Das kann man nicht mal so aus dem Ärmel geschüttelt interpretieren. Vor allem, weil, obwohl es eine umfangreiche Fachliteratur gibt, eine richtige freimaurerische Interpretation noch gar nicht geschrieben wurde. Es gibt zwar solche Interpretationen, die sind aber immer sehr oberflächlich. Da merkt man, selbst wenn der Autor Freimaurer war, dass er wenig wirkliche Ahnung hat, und oft wird dann die Darstellung der Oper nur auf den ersten Grad, auf die Initiation zum Freimaurer bezogen. Aber wir haben halt die Meinung, dass es sich um Hochgradritualistik handelt, was ja auch nur Sinn ergeben kann, wenn der da wirklich was Wesentliches transportieren wollte. Mozart oder Schikaneder oder die Gruppe um die beiden, dann war das sicherlich nicht einfach nur die Einweihung in den ersten Grad, sondern dann war das mit Sicherheit schon das Eingemachte der Freimaurerei, wo es um das verlorene Wort geht und dessen Wiederauffindung. Ja, wir sind eigentlich von dem, was wir heute behandeln wollten, so ziemlich am Ende angelangt. Wir haben eine gute Stunde geredet. Man könnte über die Zauberflöte noch viel länger reden, und das werden wir auch in Zukunft tun, wenn wir da in unseren Ausarbeitungen weitergekommen sind und das detaillierter vielleicht dann in Zukunft noch aufzeigen können. Aber ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden,
was für ein Werk das ist, worum es da geht, der Kontext, in dem das steht. Und ich bin super gespannt, liebe Zuschauer, was ihr dazu sagt, was ihr schreiben werdet, kommentieren werdet und ja, was wir dann so in Zukunft von der Zauberflöte, von euch vielleicht auch noch zu hören bekommen. Wolfgang verabschiedet sich schweigend. Nee, also, ja, Wolfgang, war schön, dass du da warst. Vielen Dank. Mir hat mich gefreut. Es ist so, wie du schon sagst, wir stehen eigentlich am Anfang einer Aufgabe, die mich persönlich unglaublich fasziniert. Ich habe mich bisher für die Zauberflöte nicht interessiert, habe aber einen Musiker kennengelernt, der eine Dissertation über die Zauberflöte geschrieben hat und jetzt möchte ich es wissen. Jetzt möchte ich es wissen, bin am Anfang und wir werden kämpfen und berichten, was die noch alles hergibt. Und die gibt bestimmt viele. Ja, das war heute wirklich nur die Einleitung in Wolfgang und mein kleines Forschungsprojekt, was wir so im Hintergrund betreuen. Und denkt dran, Anfang September unter dem allsehenden Auge das neue Wolfgang Stark-Buch zusammen entstanden mit Robert Grains und eben halt auch mit den klugen Fragen drin, die ich Wolfgang immer gestellt habe während unserer Interviews. Also in dem Sinne, liebe Leute, liebe Freunde, danke für eure Zeit und ciao und bis bald.